Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge von Craft Attack 11. Nummer 27 sind wir mittlerweile am Start. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass Paluten böse Pläne gegen uns schmiedet. Dieses Mal haben wir einen anderen Endgegner, und zwar Stegi, aus mehreren Gründen. Aber seht selbst, es ist ein bisschen frustrierend, das ganze Clown, das ganze Thema und so weiter. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst ein Like da, verpasst die Craft Attack Streams nicht. Ja, schaut der WhatsApp-Gruppe, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß mit dem Video. Digga, hat jemand einen Euro, Jungs, mein Stream. Digga, nein, jetzt, nein, jetzt kein Scheiß. Noch mehr 200 Chests. Also Digga, das ist checken. Das Traurigste, was ich jemals gehört habe. Eine Bro. Kiste, die du Reichtum nennst. Bro, du hast Deep Slate in deiner Ender Chest. Hör auf, irgendwelche Lügen nein. Jetzt hier in die weißt Welt. Weißt du, warum er das in Ender Chest hat? Wenn ich es bei ihm finde, verbrenne ich es wieder. Deswegen. Das Problem ist echt jetzt no joke. Die Kiste ist, glaube ich, weg. Das ist eine Schalker. Und ja. Da war warum echt... redest du gerade mit warum redest du mit dieser Stimme gerade? Naja, weil wir gerade. Es ist gerade alles am Arsch. Es ist gerade alles. Okay. Die Kiste ist weg und da war alles drin, was ich hatte und ich hatte nicht viel. Ah, das ist Roleplay. Er macht einen Roleplay-Sang. Wo sollen wir uns treffen? Hast du eine? Nein, hast du kein einen Roleplay. Brief? Du hast einen Brief bekommen. Das ist kurz was könnte er damit meinen? Nein, der das ist Reichtum. Kurz vor. Ich muss raustappen und ich muss irgendwie TikTok machen, weil ich nichts mehr in Crafted gerade machen kann. Weil, Gott, weil der U-Bahn fertig. Digga. Ey, Panne, der Flughafen. Nein, er ist hier, um mich wirklich lustig zu machen. Warum bist du ein... Also was hat das mit Goblin zu tun, Hugo? Mach dich hä, warum redet ihr darüber? Sie haben mir gesagt, ich soll dich das fragen. Digga, ja, was sollst du mich fragen? Warum du ein Goblin bist. Ich hab einen Goblin-Sound nachgemacht, das war überall. Das war so peinlich. Hast du schon mal Clash of Clans gespielt? Oh nee. Ja, da gibst du einen Goblin und der macht halt... Nee, ich mach das jetzt nicht nochmal nach. Mach, wie macht Max, der? Wir wissen nicht sonst, wie macht der Hugo? Mach mal. Nein. Wie macht denn der? Ja, der macht so. Wie? Ja, nein, nein! Ah! Ja. Digga. Mach's nochmal, mach's nochmal! Hallo, Revi. Wie GH geht's allen? Gut, dir? Super, wie geht's dir? Mir GH geht's super. Stegi, GH geht's desaströs. Stegi geht's GH desaströs. Wessen Hund hat nochmal GH geht's Weißler. Schlimme... Was? Achso, okay. Weißt du, was hat das? Egal. Warum geht's dir schlimm, Stegi? Ich hab meine Schalker verloren. Ja und? Ja, also. Ja, das ist der Grund. Wie? Fahr noch eine neue. Daher. Nee, da war ja alles drin. What the? Reichtum. Was für Reichtum? Diamanten, Emeralds, alles. Ist die ins Void gefallen? Nein. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Sie ist einfach verloren gegangen. Krasser Versager, no joke. Ich bin krank heute. Das ist mir egal, Alter. Wenn meine Mitarbeiter krank sind, arbeiten die auch. Hallo. Ja. Warte, baut er jetzt auch Bäume für dich? Ja, er baut Bäume für mich und du bist gleich auch da, wenn du dich nehmen willst. Nein, ich baue keine Bäume. Feister, was hast du denn, Schwein? Was ist denn los? Ja, ich bin bald auf Rin-Konzert und ich fühle mich richtig kacke. Hä, am Freitag? Du Schnuppi, Feisti? Ich habe noch keinen Schnuppi, aber ich fühle mich richtig so Kopfschmerzi und. Oh nein, und so ein bisschen hat dein Hund auch Arschi? Ja, mein Hund hat Arschi. Oh nein, wer hat dir das erzählt? Wer hat dir das erzählt, dass mein Hund Arschi hat? Steht in deinem Wikipedia-Eintrag, Bro. Achso. Dass dein Hund gerade Arschi hat. Kannst du Charlie in Ruhe lassen? Sorry, Charlie. Heißt der Charlie? Hey, Jonathan. Ey, Feister, wirklich, ich hab alles auf dich gebaut heute. Ich glaube, Basti geschrieben, das Loch wird immer größer, oder? Das XXL-Loch wird immer größer. Ja, irgendwie sowas. Was für ein Lieblingslevel. Warum lachst du, Fabo? Welches Loch ist richtig? Was? Welches Loch ist richtig? Was? Nur ein Loch ist richtig. Achso, was? Nur ein Loch ist richtig? Was denn? Ich esse hier gerade. Also, ich wandere, du störst kein mich. Juckt. Stück Scheiße. Ich hab mal deine Fresse gewiesen. Ich esse gerade. Hey, wir fahren mal die Motoren mal wieder ganz, ganz runter. In einer Stunde haben wir eine schöne Basti-GRG-Aufnahme. Oh. Schönes Event, da brauche ich euch auf 110%. Da dürft ihr euch jetzt hier nicht streiten. Ich bin jetzt schon alle auf 180. Kurz vor Nock. Pip, gehst du Meier, hey, Alter? Ich gehe Meier, Alter. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich habe einfach nachgesprochen. Gibt es denn... Wir dürfen gleich nicht miteinander reden, Basti. Er hat das verboten. Nein, Basti, nee. Dann kann ich nicht mitspielen. Ich kann nicht alleine sein. Nein, warte, Revi. Wir haben Voice ausmachen müssen, weil Gomme mitspielt. Und wenn Gomme sagt, dass wir alle aufhören müssen, damit er gewinnt, haben wir alle verloren. Deswegen ist kein Voice. Wäre aber echt cool, wenn ihr solo bleibt. Ehrlich jetzt? Den Sign-Up hattest. Du hast gestern gesagt, ich darf mit Papa Platte spielen. Nein. Doch, hast also du gesagt, ich hab sogar auf Aufnahme. Ich hab gesagt, du kannst ja Kevin fragen, ob du mit ihm in den Call gehst. Und ich hab dann die Hoffnung gehabt, dass Kevin Nein sagen wird. Ja, aber ich hab dann Noriax gefragt und der hat Ja gesagt. Und Noriax Freund. Ich bin verzweifelt. Digga, Basti, wir sind soziale Wesen, Alter. Du kannst dich davon isolieren. Ich glaube, du bist schlechter Einfluss für mich, Revi. Du hast deinen Adler die Freiheit genommen. Digga, Basti, du willst einem Adler die Flügel brechen, der wo fliegen tun will. Der so. Ja, wer würde sowas klauen? Der Einzige, der mir einfällt, ist Hugo. Und den würde ich jetzt mal zur Rede stellen. Na, mir würden da viele einfallen. Paluten selber auch?
Ich glaube, der wird dann einfach Brain AFK abbauen, weil er denkt, das ist ein Block. Ach, willst du etwa sagen, Paluten ist dumm oder wie? Hey! Willst du sagen, dass Paluten dumm ist, Stegi? Dass er nicht weiß, wie man Minecraft spielt? Mach weiter, Devi, mach weiter. Also. Digga, Stegi, Bro! Also. Oh, Stegi beleidigt Paluten? Ich äußere dich doch mal dazu. Ja, was Stegi get Devi pranked. Ich denke, dass Mann. Er sich schon, dass er weiß, was eine Schalker ist. Stegi, ich glaube, du hast dir gerade ziemlich viele Feinde gemacht. Feinde? Das ist perfekt, lade ich auf TikTok hoch. Was danke. Denkt Stegi echt, der kriegt jetzt so vom Admin ja, die Sachen wieder? Digga, der ist so verloren, der Mann. Ich hab das Gefühl, ihr nehmt meine Sorgen nicht ernst, kann das sein? Ja, weil du Digga. Auch. Hat noch mehr zwei Ender-Chests. Bitte. Basti, kann ich die Rüstung abbauen? Darf ich die mitnehmen? Hat jemand noch braucht eine die Wolle noch war, mehr? Oh, hast du die, war die Schalker gekauft aus meinem Shop? Ja, natürlich. War die hast du da noch einen Tracker dran, Basti? Hast du noch einen Tracker dran? Ja, müsste da eigentlich ein Tracker dran sein. Also, wir haben herausgefunden, ich habe mich ausgeloggt und ich habe die hier vor Palutenbude gelassen. Vor der Palutenbude. Ja, dann wurde sie geklaut, wenn sie da nicht mehr ist. Wunderlich, aber wen soll ich denn fragen, Digga? Hier spielt niemand, du Wichser. Ich bin Roleplay. Status RP. Ja, hallo, Mjörda. Ja, aber wen soll ich denn Mjörda. Du suchst ja also denjenigen, der deine Kisten entwendet hat? Naja, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Richtig, Stegi. Nein, warte. Ja, ich suche die Leute, ja. Jetzt geht's los. Gut, Stegi, möchtest du uns damit offiziell beauftragen? Jetzt geht's los, Chat. Ja, Stegi. No Reacts, wir müssen erst auf Hugo einprügeln. Vielleicht hat er es. Okay. Hey, gut. Warum dürfen wir bei dem Event nicht zusammen reden? der RP-Status einfach. Weil ich Kacke auf Spanisch gesagt habe, darf ich jetzt nicht mehr mit dem reden. Was ist los? Hugo. Hallo, Hugo. Du hast die Scheiße, du Wichser. Hey, Stegi, lass uns für dich reden. Okay. Ab in den Verhörraum. Hugo, du hast die Kiste von Stegi entwendet und wir wissen es. Und wenn du nicht willst, dass wir die Daumenschrauben enger schrauben, antwortest du uns jetzt, wo die Kiste ist. Ich weiß nicht, wo du wohnst. Ich weiß nicht, was das ist. Hugo, ich auch nicht. Wo ist Stegis Kiste? Ich hab das nicht. Aber woher weißt du, dass es das ist und nicht genau. Die Kiste? Also das heißt, du hey, weißt, Hugo, also, dass hast es... Hugo, du gesagt? Ja. Und welche Farbe hat die Kiste, Hugo? Rot. Das ist richtig. Nee, es jemand ist falsch würde und absichtlich deswegen. Falsch ja. antworten. Um seine Tat zu verschleiern, Hugo. Verschleiern. Gib sofort seine Kiste zurück, Hugo, oder es setzt was. Ich hab nichts. Noreax, du weißt, was zu tun ist. Leg die Daumenschraube enger. Ja, ich schraub fest. Ja, wie fühlt sich das an, Hugo? Du musst schreien. Wie ist das? Hugo, das tut weh, Hugo. Ich mach noch enger. Mach noch enger. Oh, Hugo, du bist so ein Mann, dass du nicht schreist gerade. Hey, Hugo, wo ist die Kiste? Ich weiß es nicht. Gib sie her! Ich kann nichts. Ich hab nicht mal was damit zu tun. Was sagen dir damit, was zu tun hat? Du hast also was damit zu tun. Aber warum denkt ihr, dass ich es habe? Ja, Digga, weil nur es du gibt einen Generalverdacht gegenüber dir. Außerdem und hast du schon eine ewig währende Fehde gegenüber Stegi. Aber Frage, legt ihr am 2. Dezember Fede. Euch die Waffen nieder in Fortnite? Junge, ich schwöre, bitte 2. Dezember. Alter, bitte ohne Scheiß. Da habe ich Geburtstag. Die Waffen heben in Fortnite. Da habe ich Geburtstag. Gegen Fortnite. Ja, am 2. Dezember legen wir alle die Waffen in Fortnite nieder, weil ich Geburtstag habe. So ja. Cool, danke Epic Games. Epic Games muss verstehen, dass wir das nicht wollen. Wir wollen weiterhin OG. Die sollen gucken, nein, was die davon haben, wenn wir alle nicht schießen. Du checkst es nicht. Nein, wenn wir nicht schießen, dann... Gib die Kiste zurück. Wie geht's um den Respekt? Kannst du das erklären, Hugo? Yeah. Ja, es geht um den Respekt, dass wir nochmal einmal die alte Map genießen und uns die nochmal... Ja, aber das tut man doch am besten, indem man sie so spielt, wie sie gedacht ist, oder? Junge, wen? Nein, wir protestieren. Oh. Ihr Österreicher versteht wieder nichts. Wenn ich klar, dass du mit der urdämlich was gesorgt hast. Yes. Das ist so urdämlich. Ja, mein, es tut mir leid. Na, wenig klar, das ist urdumm. Das ist, du bist so ein Breisach, bist du. Das ist urdumm. Scheiße, es ist wieder da. Du hast mich verarscht. Was? Dieser scheiß Xbox-Sound. Hä? Oh, bei mir ist er weg seitdem. Nein, bei mir hast nicht. Hast du alle Sachen weggemacht? Ja. Mal schauen, ja, nochmal. Das ist die Daumenschraube, von der wir geredet haben. Jetzt sag, wo die Kiste ist. Sonst wird der Xbox-Sound lauter. In welchem Paralleluniversum hätte irgendwie Revi so einen Job in so einem Freizeitpark und wäre so ein, weiß ich nicht, so ein spooky Pirat, Animateur in so einem Clubhotel in Ägypten oder so. Deswegen, ich helfe dir gerade, deine Kiste zu holen. Was soll denn das? Digga, ich lob dich doch auch, dass du auch gut in der Tourismusbranche erfolgreich sein du willst also sagen, die Kiste ist despawned, Hugo, ja? Ja, er hat die safe abgeworfen. Das würde jemand sagen, der sie hat despawnen lassen aus Habgier. Oder ich hab sie selber und sag einfach nur, es wird despawned.
oder so. Er hat gestanden, Stegi. Jetzt darfst du sein Haus in die Luft sprengen. Das Boot muss brennen. Das Boot muss brennen. Ja, mach weg, du Scheiße, Digga. Dürfen stimmt, wir Boot wegmachen? Digga, ey, dann mache ich halt einfach neue, da habe ich mal mehr Content. Mache. Ja, okay, Mann. Dann haben wir jetzt schon mal... Dann haben wir, okay. Wallah, ich habe sie nicht. Stegi, wir können nichts tun. Er hat Wallah gesagt, er hat die Wallah-Garantie aktiviert. Wallah-Garantie. Scheiße, aber wer hat sie denn? Verdammte Wallah-Garantie. Wer hat sie denn? Bist du sicher, dass du dich einfach abgebaut hast und dich eingesammelt hast oder so mit vollem Impf? Ja, schon. Lass sie gerne gehen. Hast du die Kiste, ne? Ich habe den Schalker-Shop, aber in meinem Schalker-Shop sind alle schwarzen Schalker leer. Weil du sie schon ausgebaut. Ein weiteres Indiz. Alter! Er will damit verkaufen. Digga, okay, mein Vetus komplette Base wird abgebaut. Oh nein. Warum? Ja, wir wussten es schon immer, dass wir. Schick den Clip, Schick den Clip. Straftäter 2. Alter. Wir sind der Sache einen Schritt näher gekommen. Das hätte ich nie von Veto erwartet. Das kann er nicht. Das, er war nicht bei Sinn. Das ist ein Diebstahl, Digga. Das ist nicht unser Veto. Guck mal. Nein. Er wird gierig. Das Wasser im Mund läuft ihm zusammen. Aber warte, die Kiste heißt Stonks, nicht Reichtum. Ich denke, ich kann das auch mal mitnehmen. Digga, das willst du einfach gekommen. Hä? Average Straftäter. Aber er macht ja auch, wisst ihr, er macht ja auch keinen Content raus, das ist ja nämlich der Punkt. Es wäre ihm einfach scheißegal. Er nimmt die einfach mit. Es hat aber auch niemand im Chat gemerkt, weil einfach niemand, das juckt die niemand, was der macht da. Alles scheißegal. Wir warten nur, bis Paluten im Screen ist. Ja. Nein, die hat eine Werbung, lass die mal. Paluten. Oh mein Gott, Palle ist da. Gut, dass Norex und ich den Fall gelöst haben. Ey, kein Ding. Das ist ja unser Übeltäter. Stegi, hol ihn dir los. Alter. Lass ihn in die Zange nehmen. Lass ihn den RP raum. Er wird gewaterboardet in-game. Digga, what the fuck? Lass ihn an den Knöcheln aufhängen und das ganze Blutkopf fließen. Ja. Oh. Warte mal, in deinem Reichtum waren einfach nur 11 Dia-Blöcke. Das ist alles, was ich habe. Er sagt, er kann kein Crafted-Deck mehr spielen ohne der Schalker. 11 Dia-Blöcke. Doch, ich kann es nicht mehr. Ich war da. Veto, Digga, warum klaust du meine Schalker? Doch, ich hab es nicht getan. Hab ich ja nicht nötig, hab ja genug Schalker. Wie werde ich sie wieder los? Wie er noch lügt? Digga, Bro, es ist auch 4K, Bro. Veto, wir haben dich überführt, Veto. Wir wissen, dass du dahinter steckst. Wieso sollte ich das tun? Hab ja kein Motiv dafür. Digga, du musst bei deinen Eltern wegen Scheiße. Scheiß Killen. Du hast den ganzen Tag nur noch Paluten-Content und jetzt bist du auch noch. For real, und ich bin kein Paluten, Sachen. Deswegen lass mich in Ruhe. Schalker. Oh mein Gott, sag doch die schwarze Schalker, die vor Paluten auf dem Base stand, sag das doch. Jetzt, du dachtest, ist sie von Paluten oder was? Hä, du kannst ja nicht alles von klauen? Ohne Stress, kannst auch nicht alles von Paluten. Du wolltest einfach Paluten bestellen? Die stand. Komm her! Ja, jetzt sag, Veto, sag! Jetzt steht die in deinem Haus rum, hinter dir. Danke schön, Alter. Kein Problem. Ey, ich hab sie so vermisst, Mann. Ey, endlich ist sie wieder da. Hashtag Konsequenz für Veto. Kannst du noch mal so nachdenken? Mach den Daumenschrauber rein. Okay, Daumenschrauber. Und Veto, wie fühlt sich das an? Veto, deine Daumen sind verschraubt. Er geht einfach mute, er ist aber mute gegangen, der Scheiße. Oh, Scheiß er schreibt gerade mit verschraubten Daumen. Aber danke, dass ihr den Fall gelöst habt. Ey, kein Problem. Das macht, wie viele Diablöcke hast du in deiner Kiste? Elf waren's. Nimm alle. Warte, Seitenfenster. Also das große. Der komplette Turm, sind alle Fenster fertig jetzt, ja. Seite finde ich geil. Seite sieht sehr, sehr nice aus. Wird langsam was, ne? Ja, es wird wirklich was. Digga, Vedi, wann hört dein TikTok-Grind auf? Ich habe heute nichts gepostet. Ja, trotzdem, keep ich krieg die ganze Zeit deine scheiß TikToks auf TikTok. Und ja, Hugo, ich muss dich auch die ganze Zeit auf den Server tragen, ich kann auch nichts dafür. Bumm. So nämlich. Ich verstehe schon, Vedi. Wer hat meine Schalke geklaut? Irgendwer hat meine Schalke geklaut. Das war safe, Stegi. Wetten, Stegi hat die Schalke? Also irgendwer hat bei mir eine Schalke geklaut, aber hat die Inhalte hier reingetan in meine Kiste, oder wie? Na Basti, du musst jetzt eine neue kaufen. Das ist so komisch, weil es ist aber auch nicht alles. Das Ding ist, es war eine Schalke, wo Crying Obby und Deep Slate drinnen war. Ich gehe zu Stegis Grundstück, steht genau dieselbe Schalke in derselben Farbe dort, voll mit Deep Slate, aber das Crying Obby fehlt. Und in meiner Kiste ist es aber ein bisschen Crying Obby und ein bisschen Deep Slate, aber nicht alles, was drin war. Das ist alles sehr fragwürdig. Wie weit ist die Church? Sehr weit, sehr weit. Look. Wir haben diese Seite hier mit den Fenstern fertig gemacht. Also das obere. Chat, was meint ihr, was sinnvoll wäre? Wäre es sinnvoll, dass ich sage, wir machen jetzt das Fenster oder die Fenster hier auf der anderen Seite, okay? Damit wir überall den gleichen Standard haben, also damit alles gleich aussieht mal. Oder soll ich eine Seite weiterbauen? Weil ich würde gerne diese unteren Fenster noch machen und ich würde auch sehr gerne das Dach hier noch ein bisschen machen. Weil ich finde das Dach geil, aber im Vergleich zu dem hier oben ist es jetzt sehr leer. Checkt man das? Ja, es ist geistig aufwendig, das stimmt schon, ja. Mach es die eine Seite. Schaut, meine Angst dabei ist, das wird euch jetzt stören, weil ihr es wisst, aber vorher hat das keiner gemerkt, deswegen werdet ihr es auch wieder vergessen. Wenn ihr achtet, wie viele Fenster hier platziert sind, diese Tile Walls, okay? Schaut mal, wie die hier platziert sind. Es sind nur so 10 Stück vielleicht in der Ecke, okay? Und alle recht nah beieinander, okay? Und jetzt schaut mal hier drüben, wie das hier aussieht. Viel, viel mehr sind das. Checkt ihr?
Das ist so das Problem, wenn man die Kontinuität verliert. Weil ich dachte dann, es sieht mit mehr besser aus. Und hier ist aber weniger jetzt. Checkt ihr, was ich meine? Es ist eh nicht schlimm, weil die Kathedrale ist auf allen Seiten verschieden zerstört und verschieden breit und whatever. Ja, es war halt am Anfang anders. Deswegen bin ich überlegen, ob ich jetzt nicht einfach die zweite Seite Fenster machen soll. Und alles so Step by Step. Ich habe gerade letztes YouTube-Video gesehen, musste nachher einfach reins haben. Gut, geht raus, dankeschön. Schon wieder mein ganzes Redstone geklaut. Schon wieder jemand mein ganzes Redstone geklaut. Unmute dich, Heiko. Ich muss wissen, ob er es war. Bei ihm würde ich sagen, es ist noch okay. Wenn es irgendwer anderer war, wird gepfändet. Bro, wer klaut so viele Totems jedes Mal? Das ist gottlos. Bro, es fehlen so viele Totems hier unten. Ich habe die Kiste extra letztes Mal leer gemacht. Ist auch ein Boot. Irgendwer war hier auf jeden Fall. Es bockt so nicht, wenn die ganze Zeit alles geklaut wird, wirklich. Bro, wer hat diesen Block hier platziert? Are you fucking kidding me? Bro, what the fuck ist hier los? Wer sabotiert meine verfickte Farm? Was ist das? What the fuck? Was soll das? Ich reiß das scheiß Ding echt ab, Alter. Wirklich. So dreist. Was ist falsch mit Taylor Swift? Ich mag ihre Musik, aber sie als Mensch ist einfach ein ekelhafter Haufen Scheiße. Und ihre Fan-Community ist ein ekelhafter Haufen obsessed Scheiße. Ich habe letztens einen Tweet drüber gesehen und den habe ich sehr fühlen können, wo jemand geschrieben hat, dass wenn Taylor Swift sich von heute auf morgen als Nazi outen würde und einen Genozid von ihren Fans verlangen würde, würden sie das wahrscheinlich machen. Das beschreibt meiner Meinung nach die Fankultur von Taylor Swift sehr gut. Sag neues TikTok. Bro, gegen jede Fangemeinde schießen kann ich. Das ist aber auch bei vielen K-Pop-Bands so. Ja, sehe ich genauso. Das ist bei vielen K-Pop-Bands so, das ist bei Harry Styles so, das ist bei Taylor Swift so. Das ist genau das gleiche wie... Das kann ich nicht bringen. Das ist so funny, weil ich gerade auch Don Toliver höre. Ich wollte gerade sagen, wer so diese typischen Army-Rapper hört, Playboi Carti, NLE Chopper, Young Thug, 21 Savage, so wer die alle hört, hat probably auch einen zweistelligen IQ und arbeitet in der untersten Schicht vom Beruf. Es tut mir so leid, ich weiß, das ist gemein, aber es ist leider true. Also es ist absolut nicht böse gemeint, ich mache nur Spaß. Alles nur Spaß, alles ingame. Ihr arbeitet ingame bei McDonald's. Ihr habt ingame 80er IQ. Warum? Weil Taylor Swift sich zum Beispiel in ihre Villa in Kalifornien einfach mit dem Helikopter Rinder einfliegen lässt, um sie dort dann live zu schlachten, damit sie frisches Fleisch hat. Normalste Taylor Swift Nachmittag. Ist eigentlich der Brief von der SVS heute angekommen? Nein, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Sag mal, was Red Reaction wird es nicht geben. Ich schaue alles auf Amazon. Also Taylor Swift ist mit Abstand der Mensch, der, also wirklich mit Abstand, wirklich, das ist, also ich übertreibe damit nicht. Taylor Swift verbraucht so viel CO2, wie eine Kleinstadt. Off. Casual. Das ist kein Joke. Und es juckt sie nicht, ja? Es juckt sie einfach nicht. Es ist ihr scheißegal. Die meisten ihrer Fans, würde ich sagen, okay? Die meisten ihrer Fans, vor allem die weiblichen Fans, sind jetzt nicht besonders Leute, die Fans von weißen, cis, hetero Männern sind. Alte Säcke, die irgendwo in Vorständen sitzen und Millionen machen fürs Nichtstun und sich damit halt gönnen, was sie wollen im Leben, okay? Ich würde sagen, die meisten Taylor Swift Fans sind keine Fans von diesen Männern. Die meisten Menschen, die Kapitalismus verstehen, sind kein Fan von diesen Männern, ja? Aber Taylor Swift ist das in weiblich. Und ihre Fans ignorieren das einfach. Und das ist das Problem dabei. Noch eine Story, die vielleicht viele von euch nicht kennen werden von früher, ja. Aber ich kann zwei Sachen noch sagen, wie kommerz Taylor Swift ist, okay? Taylor Swift hat Anfang der 2010er ihren Durchbruch mehr oder weniger gehabt, ja. Shake It Off und alles mögliche so in die Richtung, ja. Damals war sie bei einem Label unter Vertrag, mit dem sie sich dann später zerstritten hat. Ursache? Geld, okay? Wisst ihr, was sie jetzt macht, über 10 Jahre danach? Alle Songs, die damals, also im Musikbusiness funktioniert das so, du kriegst einen Vorschuss von dem Label, wenn du gesigned wirst. Je nachdem, wie viel Potenzial die in dir sehen, ist der höher oder niedriger. Der kann ein paar hunderttausend Euro oder ein paar Millionen Euro sein. Oder Dollar, whatever, ja. Und den kriegst du einfach für zum Beispiel 10 Jahre oder 5 Jahre. Und dann haben die dich so lange unter Vertrag, okay? Und alle Verwertungsrechte liegen bei dem Label. Das geht so lange, bis du einen Breakpoint erreichst. Dieser Breakpoint ist dann sozusagen die Summe, die du einnehmen musst. Das ist meistens dann eine Summe in der Höhe von dem Vorschuss. Und erst wenn du diese Summe eingenommen hast, kannst du auch was an deinen Sachen mitverdienen. Also an Spotify-Streams und sowas in die Richtung. Versteht ihr, was ich meine? Und Taylor Swift war nicht happy mit diesem Deal, den das Label hat. Das Ding ist halt, Musiklabels sind generell nicht fair, muss man sagen. Aber das ist Industriestandard. Bei Major-Labels zumindest. Das heißt, jeder Artist, der Major-Label-Vertrag hat, hat so einen Deal im Prinzip, kann man sagen, ja. Aber Taylor Swift denkt sich so, ich finde das uncool, dass die jetzt nach über 10 Jahren Rechte an meinen Songs von früher haben und damit immer noch Geld verdienen und ich nicht. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat einfach alle ihre alten Songs neu recorded, damit das Urheberrecht und das Masterrecht wieder bei ihr liegt und sie ihre Songs einfach als neue Version neu kommerzialisieren kann. Hat auch blendend funktioniert, weil von den letzten 4 Alben, die sie rausgebracht hat, sind 2 Alben alte Re-Releases, wo sie im Prinzip nichts weiter machen musste, als ihre Lyrics und das Mastering neu zu machen. Ist sehr wenig Arbeit. Aber sie hat einfach alles neu gemacht, hat diese Alben neu released und die Alben sind, obwohl sie einfach dieselben Songs sind wie vor 10 Jahren, trotzdem in den Spotify-Charts in den Top 5 gewesen. Eins davon, glaube ich, sogar Platz 1 oder so. Das sind übrigens diese Alben und Songs, wo dahinter dann Taylors Version steht. Das war davor auch schon Taylors Version. Allerdings waren einfach die Rechte nicht bei ihr und sie hat kein Geld damit verdient. Deswegen hat sie einfach alles neu gemacht. Es reicht ja nicht, dass du ein paar hundert Millionen hast. Du musst jetzt auch noch dem Label das streitig machen, was dir vielleicht zustehen sollte. Das ist mal das eine Ding, was ihre Gier betrifft, okay? Kann man noch verstehen, weil wenn das mit dem Label irgendwie gekracht hat, ist okay. Labels sind, wie gesagt, scheiße. Voll okay. Jetzt kommt Punkt 2 und da kracht es richtig. Swift hat damals, ich glaube,
glaube, das ist 6-7 Jahre her oder so, eine Kampagne gestartet gegen Spotify und gesagt, dass die Artist-Bezahlung unfair ist. Und hat gesagt, jo, das ist scheiße, dass wir nur so wenig Geld bekommen wie Artists, wir haben mehr verdient, wir streiken jetzt. Entweder er erhöht diesen Share oder wir löschen alle unsere Songs von Spotify und so und dann könnt ihr das nicht mehr streamen und kein Geld damit verdienen. Taylor Swift hat dieses Movement angeführt und da waren irrsinnig viele Indie-Artists und andere Künstler dahinter, die sie gebackt haben, okay? Was ist passiert? Ich mache Long Story Short, man kann das sicher nachlesen besser. Taylor Swift wurde von Spotify ein besserer Deal angeboten, dass sie einen besseren Share bekommt für ihre Musik, okay? Aber sie als Einzige. Spotify hat nicht gesagt, wir geben nach und erhöhen es für alle, sondern sie haben gesagt, sie als Einzige bekommt einen höheren Share, wenn sie jetzt sofort aufhört, Kampagne zu machen und ihre Songs wieder online stellt. Guess, was sie gemacht hat. Sie hat gesagt, passt, nehme ich, alle Songs wieder online, fick die anderen Leute, die alle mit mir das Movement gerockt haben. To this day hat Taylor Swift als einzige Künstlerin weltweit einen besseren Share bei den Spotify-Streaming-Einnahmen als alle anderen Künstler auf dieser Welt. Nach wie vor. Und die Frau ist auf dem Weg, die erste Milliardärin im Musikbusiness zu werden. Oder was heißt, nein, es gibt schon. Dings ist der erste, Ed Sheeran. Aber die erste Milliardärin. So rum, ja. So ein Mensch halt, ne? Ich finde viel cool, vor allem Evermore und Exile und alles zu der Zeit, was bei den Alben rausgekommen ist. Das Neue finde ich Müll. Das hier, jetzt ihre Sachen re-released, ist fucking gierig einfach und ihre menschliche Einstellung overall ist einfach Abfall. Das ist meine Meinung dazu. Also so als Beispiel, weil es gerade wie Twitch ist, das ist so, als würde ich hingehen und ich würde mir so 250, 300 Streamer sammeln oder so, würde hingehen zu Twitch und sagen, yo, wir haben alle einen 90-10-Share verdient. Twitch sagt zu mir, hier Veni, hier hast du einen 90-10-Share und jetzt lass die anderen Leute einfach links liegen und ich sage, ja, passt, danke. Mach ich, scheiß auf die alle. Ich habe jetzt einen besseren Share als ihr, fickt euch Opfer. So, legit, das ist so der Move, den sie gemacht hat. Ist noch irgendeine unpopular Opinion, die an TikTok wert wäre? Du, ich glaube, auf TikTok ist jede Meinung unpopular. Ich kann literally sagen, was ich möchte. Und es wird immer Leute geben, die kommentieren, wenig irrelevant, ist nur sauer, weil dies und das. Immer diese Leute, die in Craft Attack drin sind, obwohl sie es nicht verdient haben. So krank. Wenig seit warum 4L. Aber wenn ich halt rein theoretisch irgendwie hinbekomme, eine regelmäßige Streaming-Schedule zu etablieren oder so, oder halt generell regelmäßig streamen, nicht darauf Content bin und so weiter und so fort, dann wäre es eigentlich so schlau zu sagen, okay, wir machen jetzt so eine Excel-Tabelle wie bei den Veni eSports-Sachen damals, wann ich streame und wann Videos kommen und laden das dann jede Woche in die WhatsApp-Gruppe hoch. Es gibt eine Insta-Gruppe, es gibt keine Insta-Gruppe, nein. Ich habe bewusst keine Instagram-Gruppe gemacht, weil ich die App einfach nicht mag. Und ich habe es schon mal erklärt, WhatsApp ist halt einfach das Beste, um Leute direkt zu erreichen. Also ich weiß nicht, ich habe das schon mal erklärt, glaube ich, aber der Grund, warum eben alle Leute WhatsApp-Gruppen machen, ist, weil WhatsApp die meistgenutzte App generationsübergreifend ist weltweit. Da gab es mal eine Studie dazu und ich glaube, es ist irgendwie bei den jungen Generationen, also bei Gen Z, benutzen 98% der Leute WhatsApp. Bei Millennials sind es, glaube ich, 97% oder 96% und drüber sind es immer noch 90%. Und wenn du das halt vergleichst mit Twitch, Snapchat, Twitter, Instagram, was auch immer, alles davon ist bei mindestens einer Gruppe unter 50% oder unter 60%. WhatsApp ist halt geisteskrank überall präsent. Und deswegen ist es eigentlich auch für Unternehmen, vor allem für irgendwelche Online-Stores, aber auch für Influencer, der wichtigste Kanal, weil dort auch am meisten geteilt wird. Blaues Herzchen wird für AfD genutzt. Chat, das ist meiner Meinung nach genau dasselbe wie dieses Zeichen hier, okay? Für mich ist das Okay-Symbol, okay? Aber im US-Kongress wird das als White Power verwendet, weil das die drei Finger sind W und das soll ein P sein, okay? Aber das ist genau dasselbe wie bei anderen Sachen. Ich würde eher sagen, Nazis geben wir keine Plattform und wir geben ihnen aber auch nicht die Möglichkeit, dass sie Emojis oder irgendwas anderes für sich beanspruchen dürfen. Natürlich macht man heutzutage keinen Hitlergruß, ist ja ganz klar. Aber wenn die AfD jetzt drauf kommt, wir machen jetzt ein Handzeichen, was irgendwie so aussieht, dann sollten wir lieber sagen, wir machen auch dieses Handzeichen, was so aussieht, aber es heißt für uns Liebe oder irgendwas anderes, ja? Weil scheiß auf die, wir geben denen kein verficktes Emoji und das blaue Herz gehört nicht der AfD. Die können sich fett in den Arsch ficken. Das blaue Herz gehört nämlich uns. Fertig. Und ich glaube, es ist in gewisser Hinsicht auch immer so ein persönliches Ding. Am Ende des Tages, ich bin eine Person, ich kann ganz klare Ansichten haben, ich kann ganz klar sagen, Fashion, Fast Fashion ist scheiße, das fickt die Welt, Fleisch und Fisch ist scheiße, das fickt das Klima, Kohleindustrie ist scheiße, die USA ist scheiße, die Emirate ist scheiße, China ist scheiße, Korea ist scheiße. Ich kann das alles sagen, ich kann das alles kritisieren, aber am Ende des Tages bin ich ein einzelner Mensch und ich werde niemals die Macht haben, dass ich das ändere. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann mein ganzes Leben von mir aus dedicaten und wegwerfen, um das versuchen zu ändern. Ich werde wahrscheinlich keinen Impact haben. Und am Ende des Tages ist es für mich wichtig, dass ich sage, ich habe auf der einen Seite einen moralischen Kompass, der so ausgerichtet ist und funktioniert, wie meine Moral und mein Weltbild funktioniert. Aber auf der anderen Seite muss ich mich nicht auf Biegen und Brechen in jede Schublade von meinem eigenen moralischen Kompass reinstecken, um der perfekte Mensch zu sein und all meinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden. Man muss ehrlich sein, das kann ich nicht. Das kann kein Mensch. Und wer das versucht, sabotiert sich, glaube ich, permanent selbst. Ich kann ein Bild haben,
haben von der perfekten Welt, aber ich bin als einzelne Person nicht in der Macht, dass ich diese Welt erschaffe. Und am Ende des Tages muss ich trotzdem immer auf mich selber schauen, dass es mir gut geht, dass ich mit dem, was ich mache, zufrieden bin, dass ich davon leben kann. Da kann ich auch mal über diese Grenzen hinausgehen. Und natürlich schaue ich, dass ich das in einem Rahmen mache, wo das für mich okay ist. Ja, du, wegen Totems mache ich da jetzt auch keinen großen Aufstand. Ich freue mich darüber, wenn es jemand im Shop kauft, aber es ist mir klar, dass das eher hier genommen wird. Ich glaube, ich habe letztens sogar eins gekauft. Emeralds sind halt auch whatever, aber Gunpowder und Redstone ist halt Spaß vorbei. Ja. Nee, das weil dafür muss ich halt stundenlang dran stehen, damit ich das farm halt, ne? Das Problem muss gelöst werden. Wir müssen denjenigen eigentlich finden, der dafür gerade. Also ich weiß, dass Hugo bei mir regelmäßig klaut. Jedes Mal, wenn ich einen Clip sehe, wo er was klaut oder Spark eine Kiste trackt und weiß, dass Hugo was rausgenommen hat, gehe ich zu seiner Base und baue eine Double Chest ab und burn sein Stuff oder klaut das Wertvolle. Das habe ich schon 6 Mal gemacht, das ist ihm bisher nicht einmal aufgefallen. Minicraft macht kurzen Prozess. So ist es. Ja, Spark band ihn halt nicht, hä? Okay, wie viel würdest du mir für die ganze Kiste, die sie jetzt hier steht, einen Preis machen? 220 Dias. Das ist wie viel? Das sind 3,5 Stacks in etwa. 3 Stacks? Die hätte ich auch bar auf Kralle. Ja, komm. Machen wir. Auch einverstanden, Space? Das ist ja unser Kapital. Okay. Okay, perfekt. Schlag an. Jetzt habe ich mit dem Phantom einen Deal gemacht. Er versucht. Neue Rekorde aufzustellen. Der kommt aus den Weihnachtsfeiertagen, zack, werden sich direkt wieder richtig fein säuberlich die Kabel abgeklemmt. Zum Neujahr. Der hat ein Problem. Ich glaube auch. Ey, Chat, ich hoffe, dass ihr es auch schafft, dass die Feiertage relativ egal sind. Dass ihr einfach schafft, so zu merken. Höhlen einfach oder ist Trip mal noch ein Ding? Nee, wenn du eine Höhle hast, also richtig tiefe Höhle, dann würde ich immer Höhle machen, macht einfach mehr Bock. Nein, ich habe es ja von letztem Jahr zitiert quasi. So, das letztes Jahr habe ich halt sau viel gelesen, so dass die Leute meinten, guck mal, da entwickelt es sich so. Da gab es aber auch noch diese ganze Thematik von, diese ganzen Craft-Attack-Teilnehmer, die wollen gar keine neuen Leute aufnehmen. Also hat man ja, glaube ich, dieses Jahr gesehen, dass das absolut nicht so ist. Danke, Leute. Habt ihr A Way Out durch? Ja, aber ich bin sehr, sehr noch gespielt. Nicht durch. Ah, ich habe mit Laptop gespielt, also mit Laptop und PC. Das ist das größte Spielerlebnis rauszuhören. Lassen das so stehen, alles gut. Es musste nichts gesprengt werden. Kein Blutvergießen heute. Auge im Auge reicht. Was? Es gibt aber noch eine Person, die dich eventuell zum Aufhören bringen möchte. Echt? Hi. Warum? Ich habe einen 5-Minuten-Clip von dir gesehen, wo du, nachdem du bei Basti im Shop ganz viele Schalker kaufst, casual 3 Doppelkisten mit Raid vom Leer räumst. Oh ja! Ja. Der ist doch aber keine Straftat. Ich hab doch da mitgeholfen. Das ist ja genauso viel mitgeholfen, wie Hugo in seinen Reactions reactet. Nein! Wow, das ist eine Unterstellung, hä? Das ist ein Fakt.